Guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fallout 76. Und ich habe jetzt mein Haus ein bisschen dekoriert, kann man sagen, also fertig gemacht in dem Sinne. Wir sind jetzt hier gerade oben und wie wir sehen, hier habe ich jetzt mein Bett hingebaut, mein Stash auch hingebaut, ein paar Blumenkübel drauf, da eine, zwei Blumen. Hier habe ich meine Power Armor Stand in der Mitte gesetzt, weil anders platzmäßig funktioniert es nicht. Dann habe ich hier meine Waffenwerkbank. Dann gehen wir jetzt hier runter. Hier so ein paar kleine Täpsche. Hier habe ich auch noch mal so ein Tresor getan. Hier meine Laborstation. Nächster Raum ist halt Rüstungsstation, Bastelwerkbank, mein Kochdingens. Ich glaube, das werde ich noch mal ein bisschen umstellen. Das Ding hier, das kann man wegmachen, sehe ich gerade. So, hier so ein kleiner Stuhl zum Hinsetzen. Hier nochmal ein Stash. So, und dann gehen wir raus. Was hat sich draußen verändert? Ich habe hier so eine Worldboy-Figur hingestellt, einfach als Dekorationszwecken. Dann haben wir halt hier ein Blumen in der Ecke, hier Blumen, hier noch ein Sofa oben hin, das ist der Steg, wo es dann nach unten geht. Hier unten habe ich, wenn dann das kommt mit dem Planierding, dann kann man hoffentlich auch den Busch wegmachen. Ich habe das jetzt erstmal ein paar Mal hingestellt. Dann haben wir hier sozusagen die Grillecke. Hier habe ich schon solche Puppen. So, und jetzt gucken wir mal hier so in die Ferne. Jetzt sehen wir hier, habe ich auf jeden Fall mit Strom versorgt. Habe ich das Haus mit einem Generator, mit dem kleinen, das reicht. Dann habe ich hier einen großen, der betreibt die zwei Wasserdinger, die mein Wasser reinigen. Hier unten habe ich noch zwei kleine, die das Ding betreiben. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall immer genug Wasser haben. Aufbereitetes. Dann geht es halt hier runter, wie gesagt. Und da habe ich halt hier eine Wasseraufbereiter stehen. Drei Stück an der Zahl. Kann ich auch mal rangehen. Und das Ding ist noch leer. Habe ich erst gefüllt. Und jetzt auch noch eins drin. Krieg schon mal mein Wasser her. Ich möchte hier auf jeden Fall noch weiter. Ich denke mal, das werde ich hier hinten machen oder dort auf die Seite. Mal gucken, noch ein paar Tomaten anpflanzen und sowas. Mal gucken. Auf jeden Fall, das bleibt jetzt erstmal so eine Weile. Ich hoffe, euch passt es auch so. Mir gefällt es so. Bisschen industriell hier mit den ganzen Dingern, aber was soll's. So, und jetzt möchte ich mit euch noch eine Mission starten. Und zwar habe ich hier eine Mission: Tötet David und erhalte den Schlüsselteil der Crutchworms. Das ist noch die Quest von Rose. Das ist hier das fehlende Glied. Schließe Rose Quest ab, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Und deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall da hingehen. Mal gucken, was uns dort erwartet. Oh. Bin ich mal gespannt. Waffenmäßig habe ich hier mit. Ich habe hier meine Lieblingswaffe bis jetzt. Das ist das Repetiergewehr. Dann habe ich hier noch eine Radiumwaffe. Level 50. Und meine Schrotflinte mit Schalldämpfer. Benutze ich eigentlich sehr häufig. Müsste ich eigentlich bald alles mal reparieren. Aber naja, und dann halt noch mein Hammer. So wie den fast jeder benutzt. Und dann habe ich noch eine Waffe mit. Die nehme ich aber halt eher selten. Und das ist hier der Drache. Das ist eine legendäre Schießpulver. Also ein legendäres Schießpulvergewehr. Und das hat vier Läufe. Das Ding macht Schaden ohne Ende. Aber dafür dauert es nachladen ellenlang. Aber es verschießt halt eigentlich nur ein Schuss im Magazin. Das ist halt das Coole daran. Aber es macht halt extrem Schaden und es dauert Ewigkeit, bis das Ding nachgeladen ist. Das ist immer das Problem. Also beim Kampf gegen das Scorch Beast oder so ist das Ding schon effizient, aber man muss halt ewig nachladen. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier was finden. Wie gesagt, ich soll den David töten. Ich denke mal, dass der irgendein Vieh ist. Okay. Hier vorne ist auf jeden Fall noch so einer mit so einem Code. Die Codes werden alle eine Woche zurückgesetzt. Wer es noch nicht weiß, der rennt dort. Na komm. Ja, ja, kämpft gegen den Hund. Ich mach dich tot. So, jetzt werden wir die Waffen wechseln auf Schrotflinte. Der hat den Code gehabt. Silo Charlie Code. Da ist. Au. So. Oh, was ist denn das für einer?
Alter, du hast ganz schön Risse gehabt, der Typ. So, das nehmen wir mit. Das ist der David, Schlüsselteil, das Trotz. So, nehmen wir alles mit. Hey, Sie. Ich hab durch den Sucher gesehen, wie Sie David getötet haben. Das ist also wirklich passiert. Hoffentlich haben Sie mittlerweile alles, was wir brauchen. Kommen Sie schnell zurück, damit wir das Versteck öffnen und sehen können, was da drin ist. Da war niemand mehr drin, seit ich gebaut wurde. Ich will schon all die Jahre unbedingt herausfinden, um welchen tollen Schrott es sich handelt. Lassen Sie mich nicht warten. So. Na gut. Sind wir auf jeden Fall schon mal hier. Das war bestimmt so ein Einkaufsladen oder was. So eine Kochstation, so eine kleine. So, jetzt sollte man eigentlich zurück zu Rose. Die will jetzt, dass ich halt die Schlüsselteile zu ihr bringe. Bin ich ja mal gespannt. Hier gibt es ja nichts weiter, oder? Ich denke mal nicht, dass es hier noch was gibt, was lohnenswert ist. Sieht eher mau aus. Gut, da werden wir zurück zu Rose gehen. Da ist noch ein Fuchs, den machen wir noch platti. Der Rose ist dort in dem Tower. Wir werden mal gucken, ob wir uns hier noch schon durchschlagen müssen. Bis jetzt habe ich meine T60-Rüstung immer noch nicht fertig. Ich bin Level 51. Ja, 51. Und ich habe es immer noch nicht fertig. Meine T60-Rüstung zusammen zu farmen. Der nächste Schritt eigentlich X01. Aber wenn wir mal so gucken hier. Ich bin jetzt Level 51 und ich habe hier so einiges noch nicht entdeckt. Ich war hier unten noch so gut wie gar nicht. Außer wo so ein Atomding runterkam. Da bin ich schon lange hier alles noch nicht entdeckt. Ich habe noch ein bisschen was zu tun vor mir. Also finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Ja, bewegt sich doch. Gut, da will's auf der Hauptruhe. Komm. Auch noch. Au. Ihr fragt euch, was warum ich schon so einen Kackanzug an habe. Ich habe hier so eine Challenge. Eine wöchentliche, und da steht da, dass ich höhere Stufe in infirmischer Kleidung tragen muss, und dann muss ich das halt anziehen. Anders geht's leider nicht. Ich bin froh, dass ich überhaupt firmische Kleidung gefunden habe. Ich hatte sonst alles immer weggemacht. Spielzeug ist gut. Ich muss Spielzeug verwerten für eine Challenge. Ja, was? Ach, hier, guck mal. Da versteckt sich einer. Ist ein legendärer. Aha. Na, rennt doch nicht weg. Der hat Angst vor mir. Anti-Rüstung, Kreuzschlüssel. Ignoriert 50% der Rüstung des Ziels. Welches Level ist der? Level 50. Macht 48. Naja, den werden wir wohl verkaufen. Den werden wir wohl verkaufen. Bringt man nichts. Hier ist ja irgendwo noch ein Bahnhof davor, oder? Genau, da werden wir nämlich erstmal zu dem Bahnhof gehen. Unser Zeug, was wir nicht brauchen, verscherbeln.
Bahnhof sind immer Händler, wo man halt Zeug verkaufen können, ne? Das ist ganz normal. So, da ist der Bahnhof und da müssen wir rein zu Rose. Da finden wir ja irgendwo noch was, was wir auch gleich mitnehmen können. Wein, bringt nicht wirklich viel. Nö, noch mehr Müll. Nuka-Cola nehmen wir natürlich mit. So, gibt's hier drin noch was? Im Bier. Red, das kann man verkaufen. Bringt zwar ein bisschen Kronkorke, aber. Da läuft ein Spieler. Das werden wir wohl alles verkaufen, weil gerade hier rein jetzt verfügbar Waren aus würdigen Quellen. Nektar weg brauchen wir nicht. Das können wir auch. So. Okay. Scheiße. So, alles sinnlos gewischt. Outfit weg. Teilrüstung weg. Der Verkäufer haftet nicht für ihre Sicherheit oder die Sicherheit der erworbenen Waren. Brauchen Sie etwas Schrott? So. Jetzt muss man da hoch. Der Spieler dort unten hatte schon das Sniper-Outfit aus dem Shop. Ah, hier oben ist auf jeden Fall irgendwo einer mit einem Abschusscode. Bei Supermutanten. Da läuft da drin rum. Entweder ist da schon tot. Oder ist das irgendwo hier drin. Das ist ein Händler. Mit. Lass mal Ruhe. Wollt ihr die alle?
Minigun, da geht mir im Sack. So, meine Runde aufräumen hier drin, aber so. Mein Gott. Hier ist was los. Wollen wir es gucken und da geht so Krieg hier drinnen los. Auf jeden Fall, warte mal, da werde ich mal meinen Drachen. Stealth Boy. Eine Spachtel. Da ist wohl schon so ein Typ rumrennen. So. Hat was für sich. Man nimmt, kann man noch was Zeug man will, tötet Leute, die es verdient haben. Und dafür Notizen brauchen wir das unbedingt. Kaufen Sie auch ein. Ein hat er wieder nicht einstecken, was ich brauche. Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Na gut. Der ist jetzt so gut wie leer. Schwule. Elvis. Mir fehlt mir einfach eine ID-Karte, um hier reinzukommen. Bin mal gespannt, welches das sein soll. So, jetzt sind wir hier bei Rose. Werde ich da mal die Schlüsseldinger geben. Hey, Sie sind es! Denk ich mal. Wie auch immer Ihr Name war. Haben Sie die Schlüsselteile für mich? Ah, die bewahre ich mal sicher auf.
Da wäre nur noch eine Kleinigkeit. David hatte eine Geliebte namens Rosalyn und aus Liebe zu ihm hat sie was ziemlich Dummes getan. An Heiligabend hat sie versucht, einen Überfall auf Charleston zu starten, um ihm was Schönes mitbringen zu können. Dabei wurde sie getötet. Wir konnten die Leiche niemals bergen. Ich hatte es ja selbst erledigt, aber... naja... ist eine persönliche Sache. Also, um den Hauptschlüssel für das Versteck mit den Passwörtern zu erstellen, die sie gefunden haben, brauche ich ein Holoband-Programm, das sie dabei hatte, als sie starb. Eventuell müssen sie die Aufzeichnungen der Stadt durchgehen, um herauszufinden, wo man sie begraben hat. Ich würde mit dem Capitol Building anfangen. Das ist die letzte Sache, ich schwöre. Dann ist alles in Butter. Treffen Sie mich beim Versteck im Keller der Skihütte, wenn Sie das Holoband haben. Warum schauen Sie mich an, als würden Sie was wollen? Ihre Belohnung ist das von mir erhaltene Wissen. Herzlichen Glückwunsch. Ach, scheiß drauf. Egal. So. Sie können noch mehr Zeug haben, das hier so rumliegt. Meine nächste Version: Suche nach Informationen über Rosalie. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie in den alten Raider-Siedlungen vielleicht ein paar zusätzliche Camps finden. Ich frage für einen Freund. Aber wo bist du schon? Ja. Warum schauen Sie mich an, in der nächsten Folge mal gucken, ob ich die mit aufnehme oder nicht. Das von mir erhaltene Wissen. So, ich würde sagen, reingauen, Leute. Das war's jetzt in der Folge von 76. Bis zum nächsten Mal, euer Stanner, haut rein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ciao.